Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 50. Part von Destiny. Wir werden jetzt die nächste Mission angehen. Und es hört sich auch so ein bisschen an wie die letzte von der Missionsbeschreibung her. Das Erwachen der Eisernen Lords, das Eisengrab. Begib dich hinunter in die Siva-Replikationskammer und setze der Bedrohung ein für alle Mal ein Ende. Schwer? Mache ich gerne auf schwer, weil ich einfach so krass bin, Alter. Einfach der krasseste Typ ever. Ja, aber hört sich ein für alle Mal ein Ende bereiten, hört sich recht stark nach Ende an. Wäre ein bisschen wenig Story-Content. Ich weiß, es gibt natürlich viel an sich zu tun. Also noch mehr, was ich auch gar nicht zeigen werde, weil ich in Destiny immer nur die Mission zeige. Und die Strikes. Trotzdem wäre es ein bisschen wenig. Und das ist tatsächlich schon die letzte Story-Mission. Also die letzte Haupt-Story-Mission. Aber nun gut. Das sollte Siva lange genug neutralisieren, damit du in den Replikationskomplex eindringen kannst. Hier gaben die anderen eisernen Lords ihr Leben. Du musst Siva aufhalten. Ein für alle Mal. Okay, also kennen wir das Gebiet zumindest minimal schon. Zumindest diese eine Kammer haben wir ja schon mal in einer Cutscene in einer Zwischensequenz gesehen. Ja, so eine geile Mucke zum Anfang der Mission, finde ich. Was laufen irgendwelche anderen? Ich bin da alleine, Gerüt doch nicht. Da soll eine Kiste sein. Wahrscheinlich unter mir, oder? Moin. Also was soll denn der Dreck jetzt? Ja. Ätzeler reicht's aber halt. Hier ist eine Rockenhalt ins Gesicht. Oh, ein Überwachungsrelip. Was? Was willst du von mir? Was gibst du mir da? Was hier das? Aua, was ist denn das jetzt hier für ein Scheißdreck? Was kommt, was passiert? Moin! Servus, kriegst du eine Granate ins Gesicht, Alter. Was geht denn bei dir ab, Bro? Finde ich echt nicht cool, von dir einfach so an mich rangestürmt zu kommen. Ich habe irgendwas bekommen, irgendwas lila, ne? Ich weiß nicht, was es ist, ich habe keine Ahnung, wie was gut ist, aber wir werden es vielleicht irgendwann mal brauchen, wer weiß. So, also schön hier runtergleiten, Alter, und... Oh, ich wollte eigentlich so einen coolen Slide machen. Na, steht, darf ich mal wieder sprinten? Danke. Man hat jetzt so einen coolen Slide, so. Ich wollte einfach so einen coolen Slide mal machen. Macht man ja viel zu selten so einen coolen Slide hier. Deshalb wollte ich den unbedingt mal zeigen, dass es auch funktioniert. Weil wusste nämlich wahrscheinlich keiner. Eingang zum Komplex zu überwachen. Kurzsichtig wie sie sind, benutzen sie den Reaktor eines alten Öltankers als Energiequelle. Der wird unsere Eintrittskarte sein. Okay, wie viel kostet diese Eintrittskarte? Ich hoffe mal nicht so viel, ne? Ich bin das Ende des Monats, ich bin ein bisschen broke. Irgendwie kann ich nicht sprinten hier. Lass mich sprinten, Spiel. Wenn ich sprinten möchte, dann lass mich auch sprinten, Spiel. Können wir mal so einen Sparrow rausholen. Ist der Vorbesteller-Bonus gewesen für die DLC. Er sieht ziemlich fesch aus, muss ich ja sagen. Moin. Na, was geht? Ich will nicht, dass das Ding mich da trifft. Was auch immer das ist. Ich möchte nicht, dass es mich trifft. Achso, eine Nade, okay. Die halten auf jeden Fall einiges aus. Ist noch ein bisschen über unserer Stufe, also von dem her. Hey, lass mich. Ja, wenn man nicht trifft, ist er natürlich noch schlimmer. Der da oben geht mir ziemlich auf die Nerven. Du, geh weg. Ist da oben noch so ein Vandale oder so? Ah, dann gehen wir kurz hin. Schießen die erstmal ein bisschen ins Gesicht. Messer dich tot. Komm her. Bam. Oh. Bam. Empfange eine starke Energiesignatur. Oh, Herrnamit, ja. Das müsste der Reaktor sein. Wenn wir die Fusionszellen austauschen, sollte es geht. Das für ein paar Minuten lahmlegen. So, schön mit der Nate ist sein Schild weggeballert. Wunderbar, so will ich das sehen. Oh, da habe ich nicht getroffen. Er aber auch nicht. Immerhin treffen wir beide nicht. Bam. Tschüss. Noch schön Wirbelsäule gebrochen beim Runterfallen. Das ist doch genau der Style, den ich mag. That's the style I like. Hi. Ich wollte mir eine Rauchgranate werfen. Also mache ich euch halt ins Gesicht. Ist mir auch egal. Komme ich auch mit klar. Ich wollte mir das gerade angucken. Pisser. Was ist das? Ich konnte es kaputt machen, also habe ich es kaputt gemacht. Und die einzelnen Gegner, die knall ich einfach mit meinem Messerchen weg. Okay. Entferne die Fusionszelle und tausche sie mit ihrem Gegenstück. Setze den Reaktor zurück. Okay, okay.
Aua, aua, aua. Okay, okay, okay. Momentchen, das geht mir alles viel zu sehr ab, ne? Ich krieg jetzt eine Granate runter, ich treffe wahrscheinlich damit nichts, aber ist mir auch egal. Ich möchte diesen Servitor da weg haben. Wenn ich mal seine Schwachstelle treffen würde, wäre das auch einiges besser. So, er ist tot. Wunderbar, okay. Also finde ich gut, dass du da hochspringst, weil ich mich schon ein bisschen anballern. Oh Gott, was? Wo bin ich hin? Ich bin ins Wasser gefallen. Missgeschick, ja, das war wirklich ein Missgeschick. Ein sehr, sehr blödes Missgeschick. Was? Laufe ich gerade richtig? Ich hoffe einfach mal, dass ich richtig laufe. Wo jetzt laufe ich gegen die Wand? Ah ja, hier war dieser kleine Roboter, den ich ausgeschaltet habe. Ja, so ein bisschen blöd, dass ich ins Wasser gestürzt bin, aber... passiert halt. Weg da. Ich muss wahrscheinlich hin. Okay, diesmal bitte nicht ins Wasser fallen. Okay. Hallo, kann ich noch? Ich kann nicht attackieren, also lass mich mal. Okay, ah, ja, ich hab den Kampf platziert. Im goldenen Zeitalter herumbastelt, der mit Siva infiziert ist. Ein Kinderspiel. So, hat auf jeden Fall funktioniert. So ein bisschen knapp, weil ich dann auf einmal nichts mehr machen konnte. Ich habe gedacht, wusste ich ja nicht, dass ich schon mal so einen Kern in der Hand habe. Bam. Bam. Na. Ganz ruhig, Junge. So, jetzt schalten wir hier. Sind nämlich noch ein paar. Die müssen natürlich alle ausschalten hier. Wo ist denn? Hä? Sind sie jetzt weg? Nee. Hallo. Ich muss hier nämlich noch irgendwas machen. Bam, Servitor ist down. Wunderbar. So. Willst du ruhig da unten bleiben können, Bro? Hätte ich echt kein Problem mit gehabt. Also, ich muss den Kern hier auch noch rausziehen. Okay, und da. Ach so, okay. Klar. Hat er ja gesagt. Vertauschen das Ganze. Machen wir mal rein. Geh zum Burgfried des Archons. Ja, klar ging das schnell, war ja auch ich, Alter. Okay, explodiert jetzt hier alles rum. Der Siva-Replikationskomplex erwartet dich. Ich bin unterwegs, Lord Saladin. Der Plan der Eisernen Lords war, den Replikator in der Siva-Kammer zu zerstören. Doch Yoldas Explosion beschädigte ihn nur. Bam. Wenn du also die Kammer erreichst, musst du... Was sind das für Kackviecher? Das wird die Gefallenen nicht daran hindern, ich treff sie nicht. Dass sie bereits besitzen, zu benutzen. Ich will sie tot haben, die reparieren vielleicht irgendwas. Hier wird doch nichts repariert werden. So, dann dringen wir weiter in diesen Siva-Komplex ein. Können wir ein bisschen so einen Sparrow rausnehmen hier. Alter, das sieht echt, das Ding sieht geil aus, muss ich ja echt sagen. Hört sich auch geil an. Wie es so drivet, Alter. Huch. Verfluchte See. So, absteigen. Und in die Fresse ballern. Bam. Oh, Vaquero-Umhang, geil. Scheiß Schweber, verschwindet bloß. Dann dich messe ich einfach tot, Alter. Bam! Kein Munitionsverbrauch. Ein Upgrade. Cool, für unsere Brust. Finde ich ja super. So, das muss alles noch explodieren. Das, genau, ich wollte mich gerade nicht drunter laufen. Ah, okay, scheint noch ein bisschen weit weg zu sein. Es auf geht's! Bam, explodiert noch alles hinter uns. Cool guys, don't look at explosions. Ihr kennt's. So, jetzt sind wir da. Burgfried des Archons. Saladin sagte, die Gefallenen erreiche den Siva-Komplex. Okay. Ich vermute, dass die Unterbrechung ihres Zugriffs darauf sich nachteilig auswirkt. Ich würde mich nicht zu früh freuen. Na doch, ich freue mich jetzt schon. Yay, gewonnen, ey. Ach, that aim, Alter. Macht's mir nach. Hier sollten wir drüber laufen. In die Lava möchte ich mich jetzt nicht... gern, wäre nicht so geil. Ruhe, Alter! Das ist ja alles explodet, Alter. Ja, verdammt. Mit der Granate bin ich immer noch nicht so ready. Okay, die war auch gut gesetzt, auf jeden Fall. Ich hänge hier an der Treppe.
schneller Fall. Aua. Aua. Ich wollte den Nades doch nur ausweichen. Moment, ich lade erstmal kurz nach, ja? Dann gehe ich mit meinem Schwert. Können wir auch mal machen hier. Bäm! Müssen unser Schwert hier benutzen, muss ja auch mal sein. Ah, okay. Danke für diesen wunderschönen Namen dieser Waffe. Von uns erreichten den Replikationskomplex. Die stärksten Verteidigungssysteme, die Rasputin auffahren kann. Ich bin einer der wenigen. Hatten dieses ganze Gebiet bereits abgeschirmt. Roboter. Konstrukte. Manche Dinge hatte ich weder davor noch danach jemals zu Gesicht bekommen. Sie fühlten keinen Schmerz, keine Angst. Sein Schild weghauen? Sie haben nur Gefallene gesehen. Ah, sein Kopf. Du mal weg. Du hast ja gar nichts verloren. Bro. Okay, aufpassen. Bam, ich treffe seinen scheiß Schädel nicht, verdammt. Egal, wenn der Captain weg ist, ist alles gut. Bam, jetzt habe ich ihn getroffen. Wunderbar. Bam. Au, war vielleicht nicht so gut, hier runter zu springen. Weiß ich nicht, aber war es nicht ganz so eine super Aktion. Aber wird schon funktionieren. Wird schon funktionieren, Alter. Get down. Locker easy, würde ich mal sagen. Ich soll da rein. Sieht ja echt widerlich aus, ne? Physisch greifbar. Die Ding, wie heißt es von The Last of Us? Fungus hieß es, glaube ich. Doch die gibt es ja auch in echt, also das ist nicht aus The Last of Us, sondern das gibt es auch in echt. Kannst du dir so sicher sein, dass Rasputin sich nicht mit The Last of Us können wahrscheinlich mehr was anfangen als mit Fungus. Die Krankheit, die da zum Beispiel macht, so sieht es irgendwie aus, so ein bisschen. Erinnert mich zumindest daran. Das ist er schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Moin. Oh. Pussy, komm doch her, Alter. Bam. Aua. Das ist ja einer hinter mir, neben mir, wo auch immer. Bam. 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 Was machst denn du hier? War da auf einmal einer hinter mir, Alter. Bam. Ah, hat nicht gesessen. Schade, schade. Ah, da sind ein paar viele gerade. So, der Captain ist schon mal weg, Alter. So gefällt mir das. That's the shit I like. So. Ich muss sagen, dass ich die Ulti auch nicht so krass finde, zum Beispiel Klingentänzer. Aber, keine Ahnung, finde ich halt cool aus. Also benutze ich die eigentlich. Bisschen dunkel hier drin. Hilfe. Hab ich verlaufen. Sorry, ich kann doch nicht helfen. Anlage 6, Altrussland, Erde. Oh, keine Money mehr für unser schönes Snipergewehr. Dann müssen wir halt so daran. Zack. Ne, macht doch gar nicht so viel Damage. Ich meine, die hat jetzt ja ziemlich gut gesessen, muss ich sagen. Die Rauchkanne hat ja schon fast geiler, weil die eben die Leute noch ein bisschen Damage macht und die betäubt. Bam. Nee, du. Von hinten lasse ich aber hier nicht rankommen, Alter. Das mag ich überhaupt nicht. Ist gar nicht mein Style of Life. Wenn sie von hinten mir im Messer sonst so hinrammen wollen. Boah, der war in den Gesicht, glaube ich. Dead Aim. Man kennt es ja auch schon gar nicht anders von mir. Ich will den Pisser deinen Namen. Ach, keine Ahnung. Ob du auch noch, okay, der ist ein Captain. Auf den sollten wir uns als letztes konzentrieren. Der ist down. Sitzt der da noch? Ne, der sitzt auf jeden Fall nicht mehr da. Ist nur noch der Captain da? Ich gebe ihm mal mein Schwert ran. Ich gebe ihm auch noch, aber du bist mit One Hit down. Bam! Ich liebe das Schwert. I love it. Wo soll ich jetzt hin? Hallo, hallo. Achso, da. Da rein. Wenn wir also die Produktion von Siva aufhalten, weil das ja auch so leicht sein wird. Was macht dann der es kontrolliert? Wird schon ziemlich leicht. Ich habe ein paar Hinweise. Gefallenen Gespräche über einen verrückten Spleißerpriester, der Gott spielen will. Doch ich stimme Saladin zu. Fanatiker müssen warten, steige zum Eisenkarten. Erledigt ist. Okay, jetzt kommen wir also dahin, wo damals die anderen Leute ihr Leben gelassen haben. Die... Die
die Suchschweber da oben, ne? Die gefallen mir gar nicht. Get down. Ich krieg meine Nate ab. So ein bisschen zumindest. Ich meine, ich treffe mal wieder nicht gescheit, aber egal. Oh, die, kann ich die abladen? Boah, okay, warte, sie explodieren halt vor mir. Aua, aua, Moment. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Also, sorry. Die zwei da wegholen. So, jetzt kümmern wir uns um euch. Ist das eine Rauchgranate? Keine Ahnung, ob die trifft. Nö, nicht viel zu weit. Oder viel zu hoch, besser gesagt. Ah, get down. Da oben lag noch Muni für mein Schwert, die möchte ich noch gern holen. Hier, schön Sniper-Muni. Erstmal die Sniper nachladen. Hier oben lag die, glaube ich. Yep, die möchte ich auf jeden Fall haben. Oh, 17 Stück, Alter. Okay, ein krasser Captain. Ah, komm. Keine Miesen, get down. So, auf den würde ich einfach mal sagen, gehen wir mit unserem Schwert drauf. Ja, okay, hat funktioniert, hat funktioniert. Hat so ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber hat funktioniert. Alle down? Alle down. Okay, hinter mir sind noch ein paar. Erstmal hier rein, alles holen. Zwei blaue Engramme, sehr schön. Ah, okay, ich soll hier runter. Oh Gott! Finde ich okay. Oh Gott. Aua. So war das doch jetzt gar nicht, also. Ich meine, klar, an sich war es so ein Hoch, aber ich habe ja davor eigentlich nochmal abgestoppt. Sei vorsichtig. Meine Munition sieht nicht so gut aus. Meine Munitionsvorräte könnten einfach aufgestockt werden kurz. Danke. Sorry, ich muss kurz ein bisschen mehr ins Gefecht, damit ich hier alles aufstocken kann. Zumindest ein bisschen. Muss man sagen, leider hat das Gewehr nicht so hohe Munitionskapazität. Das Einzige, was ich daran nicht so mag. Sonst ist es ein absolut geiles Teil. Ja. Wenn du dich schon in der Deckung verkriegst, kriegst du halt eine Granate ins Gesicht, weißt du? Oder es liegt auch daran, dass ich so viel Munition verballere und nichts davon treffe. Das kann natürlich auch gut sein, dass meine Munition immer so schnell leer ist. Zum Beispiel jetzt, wenn ich dem seine Schwachstelle nicht treffe. Ja, der bringt Nachladen abbrechen. Oh, da ist er mir ins Gesicht vor die Flinte, glaube ich. Wollte ich gar nicht, Bro. Nachladen abbrechen funktioniert hier leider nicht. Dann schießt er trotzdem erstmal nicht. Ah, oh. Hä? Hab ich vielleicht gedacht, meine Granate. Ich muss echt aufs Hut achten. Ich denke immer so, oh, die Granate ist bestimmt schon ready. Oh Gott, hier sind ein paar viele. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Moment mal. Ich brauche Munition. Liegt hier oben Munition? Warum liegt hier keine Munition? Egal, rennen wir halt hier kurz lang. Bam. Bam. Oh, daneben. Bam. Bam. Okay, jetzt sollte ich kurz aufpassen. So, erstmal. Okay, das ist nachgeladen. Wunderbar. Nein, nein, nein. Bleib auf deinem Sturmgewehr. So, die Mission ist sogar ein bisschen länger als die letzte. Oh, weg da. Zack. So, unsere Munitionsvorräte sind zurzeit immer sehr, sehr knapp. Bam, sehr gut, sehr gut. Da haben wir ein bisschen was ausgeschaltet. In der Nate. Ist da ein Captain? Ja, okay, Moment. Da gehe ich mir mit dem Schwert kurz rein. Drei Schläge für so einen normalen Captain, das ist schon geil. Ich wollte gerade sagen, da muss doch die Tür aufgehen. Lasset mich herein. Immerhin nicht. Ich tat, was ich konnte, um ihre Ruhestätte zu beschützen. Doch ich wusste, was passieren würde, sollte jemand sie finden. Wir waren doch vom Licht gesegnet. Ich wusste nicht einmal, dass jemand mit dem Geschenk des Reisenden sterben konnte. Bis es geschah. Ja, da ging davon aus, dass sie tatsächlich unsterblich sind, was aber, ja, zeigt wohl, dass es nicht so ist. Okay. Diese Dinger an der Decke. Ich orte DNA. Menschlich. Muss ich das Ding abschieben? Was muss ich damit machen? Menschlich? Das ist die Selbstzerstörung im Gang. Okay. Just do it. Gebe Selbstzerstörung ein. Ja. Huh? Nein, das kann nicht wahr sein. Eine Axt. Aua, was soll denn der Mist? Der hat mich einfach weggesplasht. Du bist also ein krasser Typ, was?
Wow, das Ding ist cool. Aber wir kriegen auch gut Damage in die Fresse. Moment, ich muss mal kurz hier warten. Das ist eine Rüstung vom Eisernen, von den Eisernen Lords. Hallo, Jungs. Das Ding ist cool. Ja. Come on. Sollen wir unsere Ulti kurz drauf feuern, die nicht getroffen hat? Ich möchte wieder haben. Jetzt ist er leer, oder? Ja. Hält er sich wieder auf? Na, weg da. Hält er sich wieder auf? Nee, sieht nicht danach aus. Schade, jetzt haben wir unser höchstes Relikt verballert. Na egal, passiert. Wirklich nicht, ich will das Ding haben. Oh Mann. Okay, dann müssen wir zu den normalen Waffen ran. Wenn wir mal ein bisschen Ruhe hätten von den ganzen Trash-Mobs hier. Lass mich mal in Ruhe, danke. Wo bist du? Da bist du. Ja, der ist immun dagegen, ja, ja. Ich glaub, ich muss das mit dem Ding, weil ich habe keine... Achso, muss... Hä? Ach, da lädt... Achso, oh. Da lädt sich das Ding auf. Ah, alles klar. I understood, I understood. Da schießt du nur. Oh. Schießt du nur! Willst du jetzt noch die Fresse, Alter? Ja! Oh, jetzt ist er leer. Ich muss kurz... Oh, er ist tot. Ah! Ja. Alles klar. Ich dachte, jetzt erstmal so, ja Mann, geschafft! Und dann kommen da noch mehr. Oh, setz dich da nicht auf. Ist noch ein bisschen rum, so ein Feuerding oder so. Moment, lass uns erstmal kurz die Trash-Moves so ein bisschen erledigen. Okay, der kommt zu mir. Das ist natürlich blöd. Hier und hier in die Fresse und bam, Rauchgranate und keine Ahnung. Und geht mal wieder alle weg. Ah, jetzt ist. Ah, jetzt kann ich wieder aufladen lassen. Ja, auflebend. Ich find's auch sehr, dass du mich so anschießt, ne? Ich find's einfach absolut... Oh, wow, ich wurde übelst weggesplasht schon wieder. Asozial, mein lieber Freund. So, jetzt ist das Ding wieder leer. Gibt's sonst da? Ist doch noch so eine Feuerstelle. Da rennen wir mal ganz kurz hin. Genau, perfekt. Okay. Lass mich in Ruhe, Mann. Da oben chillt er noch, Alter. Come to me! Asshole! Really big asshole! Sein Schild hält aber auch eine Weile aus. Alles klar, sein Schild weg ist, ist mein Ding leer. Finde ich gut. Warte mal auf. Ist noch zwei von denen, ne? Ich will mal eine Rauchgranate einfach so, just for fun. Just for the lulz! Ich will mich eigentlich erst mal auf den konzentrieren, auf den gleich tot sein, Lon. Ja, 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 weil ich nicht wegkomme gescheit. Oh Gott. Okay. Das ist blöd, dass da zwei sind. Das ist blöd, dass da zwei sind. Okay, jetzt sind wir mal zwei Tote. Achso, stimmt, einmal bin ich ja runtergefallen. Okay, der erste war ja kein Problem eigentlich. Vor allem jetzt habe ich gerallt, ja, dass ich das Ding aufladen kann. Der erste war nicht das Problem. Tschüss. Was sagt ihr? Bitte, ich muss es? Hi. Von Fellwinter. Das ist sein Schild weg, sehr gut. Jetzt hier ein bisschen aufladen. Aua, finde ich nicht so cool, dass du mich so wegsplasht. Okay. Ein Schlag landen wir noch. Okay, jetzt sollten wir echt weg. Wir müssen das Ding ja eh wieder aufladen jetzt gerade. Heißt, laden wir mal auf. Aber wir sollten es einfach richtig, soweit es geht, aufladen einfach immer. Schön, dass... oh Gott, jetzt müssen wir hier weg, weil wir hier Schaden kriegen. Weil wegen seinem Schild. Weil wenn das Schild da ist... ach so, okay, es verliert aber auch an sich. Okay, also es verliert auch, wenn ich nur rumlaufe, verliert... Moment mal, es gibt... Ich mir mal ganz kurz... Ah, okay, da unten gibt es auch noch eine. Okay. Es gibt viele von denen, deshalb ich mich... Ich schätze mal, bis 100 geht's. So. Jetzt können wir zu dem hin, weil dann können wir öfters draufboxen halt. Treffe ich ihn gerade überhaupt? Jetzt treffe ich ihn auf jeden Fall. Die machen mehr Schaden, glaube ich, wenn es voll aufgeladen, also wenn es über 50 ist. Das sah gerade so aus.
Sehr gut, er ist down. Na, kurz mal weg. Weg, habe ich gesagt. Na, jetzt kommen die nächsten zwei. Na, ich hole mir hier nochmal kurz die Aufladung. Lasst mich. Ja, und jetzt brennt die so. Jetzt ist die, glaube ich, stärker. Wenn man sie länger auflädt. Gott, ich mag es echt nicht, wenn er mich so wegsplasht. Hör mal alles drauf, wenn wir es so haben. Ich hoffe, dass wir ihm einiges abgezogen haben. Und er ist mal weg. Wenn wir mal kurz umdrehen, kurz gucken, wie viel er noch hat. Okay, ich bin viel zu weit weg. Also, dass ich das... Stopp, stopp, stopp. Jetzt laden wir das wieder auf. Okay, bis 60. Aber ich muss jetzt noch ein paar Trash-Mobs erledigen. Die kann man mit dem Ding auch schön erledigen. Ich muss kurz hinter der Deckung bleiben. Einmal hier hinsplashen. Oh Gott. Und weg, weg, weg. Da sind gerade beide auf einmal. Ach, fuck you! Okay, gut, aber das kriegen wir schon hin. Sobald einer down ist, wird es einfacher. Wenn zwei da sind, dann ist das echt eklig. Es ist echt eklig, wenn zwei da sind. Das ist wirklich... Tschüss. Ich muss es. Also ich sag, glaube ich, ich muss es. So, ich lade kurz mal auf. Aber. So, und jetzt... Bam! Mann, ich hasse es, wenn der mich einfach so wegsplasht. Hör auf damit. Ich finde es einfach absolut asozial, was du hier so treibst. Guck mal, jetzt hat er schon gar nicht mehr viel. Aber okay, es ist echt super sinnvoll, einfach das Ding richtig weit aufzuladen, wenn man dann noch mehr Schaden macht. Oh, das Ding ist schon leer, fuck. Okay, wir müssen ein paar Trash-Moves erledigen. Und dann weiter. Zum nächsten Ding. Man verliert aber auch recht schnell Energie. Her damit. So, und jetzt brennt das Ding. Und jetzt auf in die Schlacht. Wo ist denn jetzt der Boss? Hilfe! Ah, da. Komm schon! Wunderbar, er ist down. Immerhin fahren wir Hausbahn noch. So, und aufladen, aufladen, aufladen. Ja, das sind die nächsten zwei. Danach kommt bestimmt nochmal eine Welle mit drei. Verschwinde, du verkackter. Nichts nutzt. So, ich gehe noch kurz hier hin. Keiner von denen ist halt hier in der Nähe gerade. Geh mal weg. Vielleicht trefft ihr nicht, wenn er da oben steht. Das hat nicht so eine große Reichweite. Feuer frei! Bang, bang! Okay, ich gehe mal ganz kurz... Okay, Moment. Ich glaube, jetzt sterben wir nochmal, ja? Ja, okay. Wir müssen uns erst um diese fucking Trash-Mobs kümmern. Die regen mich viel zu hart auf. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht unendlich respawnen. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass sie nicht dauerhaft respawnen. Das wäre nämlich ziemlich, ja, scheiße. Also machen wir den ersten kurz platt, der geht ja recht schnell. Und dann erstmal auf diese Trash-Mobs konzentrieren, weil die regen mich auf. Ja, damit. Huch! Wie einfach instant weggesplasht wurde. Mann, ich mag das nicht. Hör auf damit! Rauf, Hermann, was geht, Alter. Okay, jetzt sollten wir kurz hier weg. Jetzt kommen auch schon die ersten Trash-Mobs. Die sind jetzt aber... Die sind nicht so... Lädt es auch auf, wenn ich sie hier hinstelle, theoretisch? Wow. Ne, okay, ich muss es in der Hand haben, dass es auflädt. Okay. Ist natürlich doof. Oh, was ist denn jetzt hier so getroffen, Alter? I don't really enjoy that. Mal kurz hier rüber. Zack. Ich würde sagen, come to me. Ach ja, bis 100 geht's. Und hier ist weg. Splashen.
Okay, er ist tot. Jetzt sollte ich dringendst erstmal weg. Ich lasse das Relikt jetzt einfach hier liegen. Mir scheißegal. Jetzt geht es für mich erstmal drum. Oh, ich kann das scannen. Ich wollte das. Hallo. Lasst mich. Ja, alles klar. Darf ich dieses kurz scannen? Vielleicht bringt das ja irgendwas. Okay. Ganz ruhig. Wir sind gerade auf der Map überall Gegner. Das ist gerade nicht so cool. So, ich, wie gesagt, jetzt erstmal um die. Oh, sind da viele! Alter BTF! Wir sind schon wieder sowas von tot. Erstmal um die Kleinen kümmern. Okay, jetzt erstmal hier weg. Weil wenn die so nah an mir drin sind, dann ist es richtig scheiße. Auf Granate ins Gesicht, Bro. Ah, diese scheiß Schwarm. Aber guck mal, sie scheinen nicht zu respawnen direkt. Ich schätze mal, erst wenn man einem der Bosse oder insgesamt irgendwie den beiden Bossen bestimmt viel Schaden zugefügt hat. So, weg. Okay, jetzt sollten wir kurz weg. Ja, wir wurden noch kurz weggesplashed von dem. Ah, guck mal, hier ist auch noch eine Feuerstelle. Okay, gut zu wissen. Jetzt muss ich nur das Relikt wiederholen. Das ist erstmal mein Job. Das heißt, wir müssen da erstmal ein Stückchen von weg, wenn es geht. Das Problem ist auch an sich schon, dass die beiden sehr nah beieinander sind. Das finde ich gar nicht gut. Damit. Schön, dass wir Quero noch mitnehmen. Jetzt aufladen. Oh, oh. So, und weiter. Zum nächsten. Dass ich es auf 100 habe, dass ich so oft wie möglich einschlagen kann. So, und go. Schwarm ausweichen. Brauchst nicht rennen, ich komme zu dir. Natürlich geht er jetzt runter. Stunnen wir die eigentlich? Das, manchmal kommt es mir sofort so, okay, sie stunnen manchmal nicht. Ich weiß gar nicht, wo sie sind. Und da ist einer. Okay, und wenn ich hier nochmal drauf einschlagen. Noch haben wir viel Leben. Heißt, so, jetzt weg. Weg. Oh Gott. Wie weggesplashed wurde, Alter. Ich weiß nicht, aber manchmal kommt es mir so vor, als würde ich die irgendwie stunnen so ein bisschen. Manchmal denke ich mir nur so, nö, ich stunne die überhaupt nicht. So, aua, aua. So. Bis das Ding leer ist. Jetzt hoch, oh komm, jetzt. Perfekt, jetzt sind sie ein bisschen getrennt. Jetzt können wir hier einprügeln. Als ob es kein Mo- Guck mal, sieht das jetzt so, wie den einfach die ganze Zeit stunnen würden. Ist er tot? Er ist tot, okay, geil. Ja, ich merke schon, es kommen wieder Kleine, es kommen wieder Trash. Es kommt wieder Trash. Jo, ich merk's. Eine Ultis Raid, das ist schön. Oh Gott. Okay, so, jetzt erstmal wieder um die Kleinen kümmern. Hat ja gerade eben ganz gut geklappt. So, Moment, ich geh jetzt mal kurz hier weg. Ich bin auch so nur mit unserem normalen Schwert noch an die Kleinen ran. Das würde auch immer funktionieren. Okay, das scheint's. Hinter dir sind noch ein paar. Aua. Der rennt nicht mit der her. Hey, hier. Oh, haben wir. Da oben ist noch einer. So, get down. Relikt aufheben und aufladen. Pisser. So, und zum nächsten. Jetzt ist nur noch der eine große, das könnte funktionieren, wenn danach, wer weiß, vielleicht kommt danach noch irgendwann eine Welle mit drei von denen. Au, fand ich jetzt aber nicht so nett, Bro. Aua. Okay, oh Gott. Erstmal kurz weg. Ich glaube, ich habe gerade gar keinen Schaden gemacht. Also, halt nur ein bisschen Rüstung abgezogen, aber der lädt ja wieder auf. Das war irgendwie nicht gut. Den konnte ich irgendwie gerade nicht stunnen. Ja, guck mal, das, wenn er mich so wegsplasht. Ah, jetzt stunne ich ihn. Okay, ah, vielleicht stunne ich ihn nur, wenn seine Rüstung weg ist. Seine Rüstung weg ist. Sein Schutz. Dann scheine ich ihn zu stunnen. Zweimal, einmal können wir noch. Ah, schade, er ist nicht down.
Schade, schade. Aber er dürfte nicht mehr viel haben. Eigentlich. Okay, das ist nicht so gut. Okay, ab zum nächsten Topf. Das ist einfach mal Topf. Das ist einfach ein Topf für mich. Zack. So. Der ist gleich leer. Okay, los. Okay, das war jetzt nicht so ein guter Move. Okay, das ist gerade irgendwie echt eine blöde Situation. Wo bist du? Okay, ich mache immer auf jeden Fall trotzdem Damage. So. Dürftest du doch gleich nichts mehr haben, ja? Er hat keine Rüstung mehr. Ja, er ist tot. Ich gehe nochmal zu so einem Topf. Ich weiß nicht, was passiert. Was heißt erledige? Das heißt jetzt, es kommt nochmal was, oder? Sieht gerade nicht danach aus. Alter, okay, ich habe mich gerade echt hart erschrocken. Ah, okay. Dachte ich mir doch gerade, okay, es liegt zu nah. Weg damit. So, und interagieren. Wow, wow, wow. Wir müssen verschwinden. Ja. Und zwar schleunigst. Ich will es mitnehmen. Ist doch ein schönes Andenken, oder? Warum kann man hier so cool in Third Person langlaufen? Oh nein. Wie gesagt, Toolgeister und du get Explosions. Oder war ein toter Geist und jetzt wieder mit dem Sorry. Seid ihr behindert oder so? Verschwindet! Okay. Okay, das ist gerade ganz. Okay, ich glaube, ich sollte das Relikt liegen lassen. Ich will es aber nicht liegen lassen! Das ist viel zu cool, um uns liegen zu lassen. Oh, die Tür ist zu. Oh, sorry für euch da drin. Mission beendet. Danke. Siva gibt es nicht mehr und die Eisernen Lords haben ihre letzte Ruhe gefunden. Kehre zum Eisentempel zurück. Du hast dir deine Belohnung wahrlich verdient. Würde ich auch sagen. Oh, die sind anscheinend drin immer noch am Leben, sonst hätte ich ja keine Anzeige. Ich finde, da müssen wir nochmal rein und die nochmal erledigen. So, Feuer frei. Bang, bang. Viermal gestorben. Ja, gut, passiert. Nur so ein. Ach so, ein Artefakt, okay. Ich hab mir gerade, was ist nur so ein grauer Helm? Was ist denn das für ein Kack? Warum durfte ich die coole Axt nicht behalten? Ich meine, ich habe es extra mit rausgenommen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Und ich finde es auch absolut asozial, dass ich es nicht mitnehmen durfte, weil es war eine schöne Axt, fand ich. Haben wir jetzt ein paar Mal gebraucht für die Bosse da, aber hat ja funktioniert. Nachdem ich dann gedacht habe, ah komm, jetzt mach ich erstmal die Kleinen für dich. Und jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz und ich bin erstmal ruhig. Der Siva-Replikator wurde zerstört. Das hier haben wir in der Nähe gefunden. Danke. Sie würde sich geehrt fühlen. Meine Brüder und Schwestern. Ich werde euch wiedersehen. Eines Tages. Du hast sie mir zurückgegeben. Tritt näher. Es gab eine Zeit, in der nur eiserne Lords diese Schwerter führten. In unserer Waffenkammer gibt es viele davon. Doch dieses ist neu. Es gehört dir, Wölfling. Mit dir beginnt eine neue Generation. Nimm deinen Platz als eiserner Lord ein. Fuck yeah! Begrüßt alle den neuen eisernen Wolf, meine Freunde. Begrüßt ihn. Huldigt ihm. Mit seiner coolen Frisur und seinen swaggy Stiefeln. Huldigt ihm, Alter. Huldigt ihm. Ja, jetzt sind wir ein eiserner Lord geworden. Er hat uns zu einem eisernen Lord ernannt mit diesem wunderschönen Schwert, das wir da bekommen haben. Das wir natürlich nicht benutzen können im Kampf, das ist mir jetzt schon klar. Sondern das ist, glaube ich... Nee, eine Währung ist es gar nicht, aber es gibt sowas, wo man jetzt am Ende der Story kriegen soll, was eine Art Währung ist.
Werden wir ja gleich sehen, ob wir da irgendwas kriegen. Aber ich schätze mal, das war jetzt das Ende der Story, der Hauptstoryline. Soweit ich weiß, gibt es noch einen Strike, den werden wir auch noch auf jeden Fall zusammen machen. Und dann ist das ja auch schon wieder vorbei, ne? War eine kurze Wiederauferstehung. Ich würde nicht mal, aber die Story, die Hauptstory war doch jetzt um einiges kürzer als bei The Taken King, oder? Das Problem ist, bei The Taken King habe ich ja Erweiterung 1, Erweiterung 2 und The Taken King direkt nacheinander gespielt. Daher bin ich mir da gerade nicht mehr so ganz sicher, wie und wo die Abgrenzungen da waren. Aber ich glaube, The Taken King war schon um einiges länger als das Ganze jetzt. Und wie viel hat The Taken King gekostet? Hat das auch 30 gekostet? Das Wölfslingsgeheul. Oh, ist doch eine Waffe? Das ist tatsächlich eine Waffe. Geil. Cool, werde ich sicherlich irgendwann mal ausprobieren. Oh, gibt's einiges zu tun. Gehen wir erstmal zu unserer Postdame. Was hat die denn für uns? Ah, nein, Kram, das ich vergessen habe. Okay, dann soll ich mit dir kurz reden. Ja, aber ich glaube, der Taken King hat auch 30 gekostet, ja? Ich grüße dich, Lord Hüter. Ich würde dir ja dazu gratulieren, dass du die Sieber-Produktion zum Stillstand gebracht hast, aber wir müssen noch einiges aufräumen. Ich habe versucht, mehr Info über die Gefallenen der Sieber... über die Gefallenen der Sieber kontrolliert zu bekommen. Ein Eiferer namens Axis. Sieht so aus, als ob du ihn verlangsamt hättest. Doch wenn du bereit bist, müssen wir uns überlegen, wie wir ihn ein für alle Mal stoppen können. Oh, es gibt einen neuen Schritt. Okay. Vielleicht ist das... Entweder ist das für den Strike. Oder es gibt noch eine normale Mission. Das wäre natürlich super. Oder es ist für den Raid, den ich nicht machen kann, weil ich nicht 5 andere Spieler habe. Das heißt, es wäre nicht so super. Ein Depotschlüssel, okay. Der Wölfling. Ja, wir müssen gerade zu viel. Quest annehmen, nehmen wir alles an und jetzt können wir noch bam, 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 bam. Oh, nicht so gut. Was? Okay, oh ja, okay, kann ich ein bisschen Glimmer mehr kriegen? Brauche ich auch total. Glimmer ist der Shit, den ich brauche. Okay, gut, so. Was? Okay, nochmal mit jemandem reden. Hilfe! Zu viel Information. Halt, stopp! Jetzt rede ich! Die Spleißer brauchst du? Eskaliert. Und zwar schnell. Bist du für noch einen Kampf bereit, Hüter? Immer. Sonnenmaschine, das ist klar. Sonnenmaschine ist, soweit ich weiß. Oder war das nicht der Raid? Ich nehme mal gerade. Oh Gott, ja. Ich nehme alles an. Okay. Also, wir haben jetzt einiges bekommen. Und zwar, wie viel wir bekommen, um Gottes Willen. Viel zu viele Quests, wo ich gar nicht mit drauf klarkomme. Stimmt, ja, jetzt in unserem Buch haben wir jetzt was geschafft. War darum auch wirklich doof. Das steht ja gewährt 3 Tage des. 3 Tage des Eisenbeinschutzteile. Das Ding heißt Tage des Eisen und ich dachte, dass man das für 3 Tage hat, weil gewährt 3 Tage, ja, da ist das ist falsch, aber ich habe einfach das gelesen. Ja, okay, war ein bisschen dumm. Jetzt haben wir einen hier, genau, das haben wir jetzt abgeschlossen. Abschließen. Und dadurch habe ich jetzt meinen Buchrang erhöht und Buchabschluss, okay. Okay, einige Quests, jetzt gehen wir mal kurz in den Orbit und schauen mal, ob da Missionen, Strikes, was auch immer alles dabei sind. Dann haben wir ja tatsächlich noch ein bisschen konnte ich dir nicht auch zeigen, weil ich meine, ich habe es schon gesehen, es gibt die eine oder andere Mission Patrouillen, habe ich glaube ich gesehen, aber sowas will ich dann halt nicht zeigen. Ich möchte nur die komplette Mission Strikes, einzigartige Strikes, Truhen und Schlüssel. Man kann von Strike-Bossen in den neuen Siva-Krise-Plays sowie allen Dämmerungs-Strikes Skelettschlüssel bekommen. Nutze sie, um eine besondere Strike-Schatztruhe am Ende jedes Strikes aufzuschließen, damit die einzigartige Beute sein wird. Strike-Schatztruhen erscheinen in Strikes mit höherem Level, die man entweder im Navigator oder aus den Strike-Playlist startet. Okay. Okay, ich habe noch ein Upgrade. Ach ja, das war für unsere Brust. Dann gucken wir mal kurz. Ah ja, guck mal. Hier ist da noch einiges an Stuff. Vor allem bist du da? Das haben wir auch noch nie gemacht. Können wir vielleicht auch nochmal machen. Guck mal, das ist hier zum Beispiel eine komplette Mission. Was ist das? Das ist, das ist der Raid, genau, so eine Maschine hieß der, das wusste ich doch schon. Patrouillieren, okay, hier gibt es auch noch Patrouille, interessiert mich aber nicht. Okay, und sonst scheint es nirgendwo was Neues zu geben. Okay, wir haben auf jeden Fall noch eine Mission, hier ist auch, glaube ich, nur der Raid und die Patrouille, die ich an. Was ist hier eigentlich? Okay, was? Was?
Ja, okay, dann haben wir noch die ein oder andere Mission, zumindest mal jetzt eine. Es gab doch einen Strike, oder? Da gibt es keinen neuen Strike. Aber eine Quest haben wir auf jeden Fall hier noch und die werden wir dann vielleicht auch nochmal machen. Ja, ich würde sagen, der Part hat eine absolute Überlänge. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da. Schaut die Playlist nach dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Peace ab und haut da rein.